Der Kohlegipfel hat vor wenigen Tagen in Berlin im Bundeskanzleramt stattgefunden. Das ist unser Thema für die Bundestagsfraktion. Wir sind heute in der Lausitz beim Braunkohletagebau und heute bei mir Jörg Urban aus Dresden. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Sachsen. Ich fange mal mit dem Unwort des Jahres an, Klimahysterie, die ja überall jetzt Einzug gehalten hat. Ist hier tatsächlich die Braunkohle verantwortlich für die schlimme Umweltbelastung? Also die Braunkohle prägt die Region schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und natürlich ist die Braunkohleförderung und Verstromung mit Eingriffen in die Landschaft, in die Natur verbunden. Das wissen wir in Sachsen, das weiß auch die Lausitz. Wenn es darum geht, dass wir durch die Lausitz mit der Kohleverstromung jetzt Einfluss aufs Weltklima nehmen, negativ, dann sagen wir natürlich als AfD nein. Dafür ist das dann doch im Weltmaßstab viel zu winzig. Es ist mikroskopisch wenig, was wir beitragen. Da hat die Lausitz keinen Anteil. Nicht aufs Weltklima, aber auf die sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen wird doch dieser Kohleausstieg sicherlich auch hier in der Lausitz wahrgenommen werden. Ja, der Kohleausstieg, der von der CDU nun beschlossen worden ist, der wird tatsächlich für diese Region gravierende Einschnitte bedeuten. Die Region lebt von der Kohle. Die wichtigsten und gut bezahlten Industriearbeitsplätze in dieser Region sind in der Kohleindustrie. Wenn das wegfällt, dann wird diese Region zum Armenhaus von Sachsen werden. Das können wir nicht wollen. Nun gibt es ja CDU-Politiker, SPD-Politiker in Sachsen, die sagen, ja, wir wollen das auch verhindern. Wir machen das Ganze nur mit, wenn hier ganz viele Milliarden in den Strukturwandel reinfließen. Also da gäbe es ja von der anderen Seite auch Vorbehalte. Was ist der Unterschied zur starken AfD-Fraktion? Wir als AfD sagen, die Lausitz braucht auch mit der Braunkohle Unterstützung. Wir fordern schon seit langem hier eine Sonderwirtschaftszone, weil die Lausitz ohnehin schon eine strukturschwache Region ist. Wir bräuchten zusätzliche Industrie. Und vor dem Hintergrund, dass wir hier eine Abwanderung der jungen Bevölkerung haben, weil es keine Arbeitsplätze gibt, sagen wir, der Ausstieg aus der Braunkohle ist Wahnsinn. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht leisten. Wir bräuchten zusätzlich dazu noch neue Industrien. Und unser Nachbarland Polen macht es uns vor. Unmittelbar hinter der Grenze beginnt eine Sonderwirtschaftszone. Dort boomt die Wirtschaft, dort siedeln sich Unternehmen an und hier liegt es brach und das wird mit dem Kohleausstieg nicht besser werden. Aber als bayerischer Bundestagsabgeordneter frage ich mich schon, warum meine Steuerzahler so viel Milliarden hier investieren sollen. Geht das auch nicht auch anders, dass die Region das selber schafft, aus sich heraus hier das zu meistern? Also auf alle Fälle sind natürlich diese Milliarden, die jetzt den Kohleausstieg auffangen sollen, erstmal nicht nur für Sachsen und die Lausitz, sondern für alle deutschen Kohlereviere. Also es wird deutlich weniger Geld hier ankommen. Und zweitens ist es natürlich eine unnötige Ausgabe, weil der Kohleausstieg, den wir in Deutschland voranbringen wollen, den die CDU beschlossen hat, Dekarbonisierung Deutschlands, CDU, das ist was unnötig ist, weil wir haben keinen Einfluss aufs Weltklima. Dieses Geld ist verschwendet und es wäre besser einsetzbar, so sage ich das. Und gerade bei dieser Region, wo wir wissen, wir bräuchten eigentlich Investitionen, damit neue Unternehmen herkommen, hier müssen neue Arbeitsplätze entstehen, wäre das Geld besser eingesetzt, als wenn wir es nur verwenden, um die Schäden irgendwie zu kitten. Und gleichzeitig steigen ja damit auch die Strompreise für den Verbraucher, für den Steuerzahler, die Belastungen werden höher. Herr Urban, geben Sie uns mal eine Vision, wie sieht es hier in 10, 20 Jahren aus? Schaffen Sie es, den Strukturwandel hier deutlich nach vorne zu bringen, dass wir hier eine erhaltenswerte Region haben werden? Also die AfD ist schon heute die treibende Kraft, wenn es um Innovation in Sachsen geht. Viele unserer Vorschläge müssen von der Regierungspartei aufgegriffen werden. Wir haben das beim Breitbandausbau erlebt. Wir werden auch als AfD-Fraktion weiter Druck machen jetzt auf die Regierung, damit wir eben diesen Kohleausstieg so weit hinausschieben wie möglich. Wenn wir in Verantwortung kommen, werden wir den Kohleausstieg beenden. Er ist falsch. Unsere Nachbarländer zeigen uns, dass es anders geht. Das ist meine Vision. Wir wollen wieder eine wirtschaftsfreundliche Politik haben. Wir wollen Strompreise haben, die attraktiv sind für Unternehmen.
Unternehmen. Wir wollen eine Versorgungssicherheit haben, die attraktiv ist für Unternehmen. Und damit wollen wir langfristig eben auch Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze in Sachsen behalten. Das ist meine Vision. Dafür kämpfen wir. Und wir sind jetzt eine sehr starke Fraktion. Ich glaube, wir schaffen das auch. Und es wird hoffentlich keine 5 Jahre dauern, bis diese Regierung zerbricht und wir Verantwortung übernehmen können. Ja, vielen Dank. Die größte Oppositionspartei, die größte Oppositionsfraktion in Berlin wird sich genau auch dafür einsetzen. Wir werden dieses Klima-Unsinn-Paket irgendwann kippen können. Und für Sie, für euch da draußen, die ihr wirklich das verdient, diese lebenswerten Landschaften, auch die Arbeitsplätze, die wir halten, das werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam voranbringen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ade. Werden Sie Fan unserer Seite. Gefällt mir klicken. Abonnieren Sie uns. Nicht vergessen, im Newsfeed als erstes anzeigen lassen.